Die Baureihe 85 war eine Tenderlokomotivgattung mit Dreizylinder-Heißdampftriebwerk. Ihr Einsatzgebiet war die Beförderung von Reise- und Güterzügen sowie der Dienst als Schiebelok auf Strecken mit starken Steigungen. Ihre 1932 und 1933 an die Deutsche Reichsbahn ausgelieferten 10 Exemplare, die 85001 bis 010, ersetzten den Zahnradbetrieb auf der Höllentalbahn im Schwarzwald mit ihren Steigungen bis über 57 Promille. 1960 wurden die Maschinen ausgemustert. Eine von ihnen, die 85005, ist Vorbild für dieses betagte Märklin-Modell.
Märklin scheut sich nicht, Altmodelle mit Sounddecoder auszustatten und sie als Neuheit auf die Modellbahngleise rollen zu lassen. Das war bei der jüngst vorgestellten Baureihe 111 so und nun kommt die seit 1985 nahezu unverändert gebaute Baureihe 85 hinzu, deren Design mit echten Neuheiten nicht konkurrieren kann. Der Kessel zeigt nur wenige freistehende Leitungen, die Handräder sind nicht durchbrochen. Zwar, das Kolbenschutzrohr des dritten innenliegenden Zylinders ragt an der Front deutlich hervor, doch auch von einer Andeutung des Zylinders unter dem Kessel ist nichts zu sehen. Stattdessen behindern vier farblich unterschiedliche Kabel den freien Durchblick. Die Leuchtkraft der Lampen ist sehr schwach, sie ähnelt eher der von Petroleumfunzeln. Das dritte Spitzenlicht oben an der Rauchkammertür-Nachbildung leuchtet wegen des fehlenden Lampeneinsatzes gar nicht. Die freistehende Nachbildung der Sandfallrohre enden hinterm Wasserkasten, bis zu den Rädern reichen sie nicht. Seine gute Kurvengängigkeit erreicht das Modell nicht durch seitenverschiebbare Achsen, sondern durch einen Knickrahmen, das heißt durch ein Gelenk im Rahmen zwischen der dritten und vierten Achse. Dadurch bilden sich zwei Treibgestelle mit je drei bzw. zwei Achsen. Das filigrane Gestänge ist brüniert, Treib- und Kuppelstangen sind durch Schrauben bzw. Muttern mit den Rädern verbunden. Der bekannte fünfpolige Motor treibt über ein Stirnzahnradgetriebe die letzte Achse an. Der Antrieb aller weiterer Räder erfolgt nicht übers Gestänge wie bei modernen Loks, sondern wiederum über Zahnräder. Insgesamt vier Haftreifen sind jeweils auf den beiden letzten Rädern eines jeden Treibgestells aufgezogen. Auch wenn diese Technik dem modernen Standard nicht entspricht, so hat sie doch einige Vorzüge. Der Motor lässt sich sehr geschmeidig regeln, seine Wartung ist zwar in geringem Maße zeitaufwendig, dafür dürfte die Ersatzteilversorgung über lange Zeit gesichert sein. Die metallenen Stirnzahnräder sind fast unverwüstlich und korrekte Montage vorausgesetzt, ohrenschonend leise. So jedenfalls präsentiert sich auch dieses Modell, jedenfalls solange es vorwärts rollt. Rückwärts hingegen gibt es ein laut schabendes Geräusch von sich. Beim Anfahren kam die Lok mit dem Märklin typischen Ruck in die Gänge, die weitere Beschleunigung war seidenweich. Eine einmal eingestellte Geschwindigkeit hielt das Modell sehr gut ein. Der Sound bietet keine Überraschungen, er entstammt dem bekannten Soundbaukasten. Die Dampfpfeife klingt eher nach Kindertröte als nach Großdampfer. Die Bedruckung ist fehlerlos, Buchstaben und Ziffern sind auch unter der Lupe scharf. Beim Punkt Fertigung ist vor allem das defekte Spitzenlicht oben an der Rauchkammertür zu bemängeln. Auch der Sound Dampfstoß ist fehlerhaft. Alle rund 20 Sekunden setzt er regelmäßig für ca. eine Sekunde aus. Das Schnittprogramm zeigt die Lücken in der Tonspur in regelmäßigem Abstand. Zwischendurch holpert der Dampfsound, als hätte er Rhythmusstörungen. Der Auslauf bei Stromausfall beträgt bei mittlerer Geschwindigkeit rund 4 cm, aus vollem Tempo sind es rund 14,5. Die Traktionseigenschaften sind für eine Lok mit vier Haftreifen nicht gerade überragend, reichen für den Anlagenbetrieb aber mehr als aus. Bei 141 Gramm im Gewichtebecher unserer Rollenwaage beginnt die Lok beim Anfahren zu schleudern. Bei 231 Gramm bleibt sie mit durchdrehenden Rädern stehen. Die Beschriftung weist die Lok in die Epoche 3, die von 1945 bis 1968-70 dauerte.